Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge. Warum isoliert und alleine arbeiten, wenn man auch mit geschickten strategischen Partnern sich vernetzen kann? Wer am Ende davon profitiert und wie das Ganze passieren kann, das erfahren Sie jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen, Daniel Hertig und Robert Kaczynski. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Vernetzung durch Facebook und Freunde suchen? Oder? Genau, so ungefähr. Wir suchen Therapeutenfreunde. Nein, es geht natürlich darum, in der Therapie ist es häufig so, dass ich erlebe, jeder kocht so sein Süppchen. Das heißt, der Heilpraktiker hat seine Praxis und kocht sein Akupunktursüppchen. Dann der Orthopäde kocht sein, was weiß ich, ich sage mal Cortisonsüppchen. Dann ein anderer Arzt wiederum schwört aber auf die TCM. Und jeder hat so sein Steckenpferd, wo er sicherlich auch gut drin ist, aber die Vernetzung passt nicht. Warum? Häufig, weil es gar nicht im Bewusstsein ist, häufig auch, weil natürlich nicht jeder das möchte. Aber wir sehen schon, dass eine Vernetzung unglaublich Vorteile bringen kann. Für wen? Für den Klienten am Ende natürlich. Und darum soll es auch gehen, Denkanstöße zu geben, wer auch schon in der Vergangenheit sehr erfolgreich mit uns zusammengearbeitet hat und wie man da voneinander profitieren kann. Und da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, als die Leute sich eigentlich bewusst sind. Ich habe zum Beispiel auch mehrere Ärzte, mit denen ich zusammenarbeite, die mir ihre Klienten schicken, wenn sie nicht weiterkommen. Das heißt ja nicht, dass ich viel mehr Wissen habe als diese Ärzte, aber ich kann es eben kinesiologisch austesten. Das heißt, die Ärzte haben schon alle möglichen Labore gemacht. Sie wissen vielleicht sogar, wo das Problem besteht. Aber ich habe häufig natürlich dann Fälle, wo sie seit Monaten, Jahren nicht weiterkommen. Wo es dann darum geht, sie sehen im Blut mehrere Parasiten. Sie sehen Borrelien, also Bakterien. Sie sehen vielleicht auch andere Probleme da. Aber sie wissen nicht, wo fangen sie an und wie fangen sie an. Also nach diesem Motto, jeder kocht sein eigenes Süppchen, gibt jetzt jeder Arzt oder jeder Behandler ein paar Mittel oder Medikamente dazu, von denen er denkt, dass das die richtigen sind. Das Ergebnis ist dann, dass der Klient natürlich immer mehr Mittel bekommt und immer mehr, weil ja keiner kinesiologisch testen kann, welches Mittel denn jetzt wirklich relevant ist. Und besagte Ärzte schicken oft mir dann eben die Klienten weiter mit dem Auftrag, bitte teste doch mal kinesiologisch, was denn jetzt wirklich am relevantesten ist. Womit fangen wir an in der Therapie und was ist das richtige Mittel? Und da habe ich es nicht selten erlebt, dass Klienten wirklich bergeweise Produkte mitbringen, also Nahrungsergänzung wie Medikamente. Da meine Rekordhalterin lag bei 70 Produkten, die sie dabei hatte, die sie alle geschluckt hat. Und ich habe mir die alle angeschaut. Das war alles kein Scheiß. Das war nicht pauschal schlecht oder falsch. Aber der Punkt ist ja, dass jedes Einzelmittel für sich vielleicht gut ist, aber in der Wechselwirkung ist nicht funktioniert oder die Masse braucht es nicht. Das kann ja keiner wissen. Ich würde auch niemals anderen Therapeuten einen Vorwurf machen, weil wie sollen sie es wissen? Alles nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt. Jetzt teste ich das Ganze und sage, ja, mag sein, dass im Blut da 6 Parasiten aufgetaucht sind, aber wir müssen immer mit einem anfangen. Der ist das Hauptproblem. Und dafür braucht es das und das und das Mittel. Alle anderen im Moment nicht. Und parallel arbeiten wir an den und den Borrelien mit dem und dem Mittel. Wenn ich jetzt gleichzeitig frage, was braucht es von diesen 70 Mitteln, war bei dieser besagten Dame 64, die nicht getestet haben. Das heißt ja nicht, dass die falsch sind oder giftig oder schlecht, aber es hat es nicht gebraucht. Es war nicht ideal oder nicht notwendig. So, das heißt, 64 Mittel konnten sie wegstellen. 6 habe ich gesagt, ja, die testen, die sind super, die sind genau richtig. Dann haben wir die Dosierung getestet, angepasst. Sie haben noch 2 Mittel von uns dann getestet, von Formstem. Und dann kamen sie mit 70 Mitteln und gingen letztendlich mit 8 nach Hause. 6 eigenen und 2 von uns. Und war erstmal natürlich total glücklich, aber auch ein bisschen verunsichert, weil er sagt, Moment, reicht das denn wirklich, um das zu lösen? Sag ich, ja klar, im Gegenteil, wenn sie jetzt noch mehr nehmen, muss der Körper sie ja auch noch verstoffwechseln, aber braucht es gar nicht. Ergebnis war dann, dass innerhalb von wenigen Wochen eine Verbesserung spürbar war. Und das Schöne ist jetzt, dass auch von Seiten dieser Ärzte häufig da eine Dankbarkeit wirklich kommt und sagt, wow, was für eine tolle Zusammenarbeit. Wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, kann ich Leute an euch weiterschicken. Ihr testet kinesiologisch und unterstützt damit meine Arbeit. Und das ist das Tolle. Es ist ja kein Gegeneinander, nicht Rechthaberei. Ich habe jetzt getestet und du lagst falsch, sondern
ein Miteinander arbeiten. Und genauso umgekehrt habe ich natürlich die Möglichkeit, diese Ärzte in irgendwelchen speziellen Laboren dazu zu beziehen und sagen, du, ich habe noch nie von dem und dem Blutwert gehört, kannst du mir den bitte erklären? Viele dieser Ärzte wissen mittlerweile auch, dass wir Ausbildungen machen, dass wir Seminare anbieten, wo wir dieses kinesiologische Testen weitergeben. Und es kommt auch immer mehr, dass besagte Ärzte auch die Seminare bei uns buchen und das auch lernen wollen. Aber bis dato ist es natürlich eine tolle Zusammenarbeit. Und unter anderem darum soll es in dieser Sendung gehen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir in diesem ganzen Therapiesektor von jeder kocht sein eigenes Süppchen mehr hinkommen sollten zu einem Netzwerk. Nicht über Facebook oder LinkedIn, sondern ein persönliches Netzwerk. Und zu sagen, wenn ich nicht weiter weiß in der Kinesiologie, dann schicke ich ihn dahin. Wenn ich in der TCM nicht weiter weiß, dann weiß ich, er kann das. Und niemand wird in seinem Stand bedroht, sondern jeder kann ja weiter koexistieren. Aber gegenseitig kann man natürlich unglaublich tolle Effekte damit bewirken. Und das ist etwas, was wir uns ja in dieser Welt wünschen, ein Miteinander und nicht gegeneinander. Und womit wir in dieser Sendung natürlich darauf aufmerksam machen wollen und natürlich auch gerne an die Zuschauer, die vielleicht zuschauen, die selber vielleicht Ärzte oder Therapeuten sind, diesen natürlich auch darüber zu informieren, dass wir auch offen sind, auf der Suche sind und natürlich mit solchen Menschen, wie vielleicht auch mit Ihnen, zusammenarbeiten möchten, weil wir wissen, am Ende steht der Klient im Vordergrund und der profitiert massiv davon. Wie können sich jetzt Therapeuten, ich denke jetzt zum Beispiel intuitiv an Homöopathen, an Naturheilpraktiker, Felix hat natürlich die klassische Schulmedizin erwähnt, wie können die mit euch in Kontakt treten? Habt ihr vielleicht eine gemeinsame Internetseite, eine E-Mail oder vielleicht eine App? Wie kann ich mir das vorstellen? Also im Moment ist es eine Internetseite, selbergesundwerden.com, dort ist eigentlich alles zentral miteinander verknüpft, dann hat es natürlich noch viele andere Internetseiten auch, die damit verknüpft sind, damit die Informationen produktspezifisch oder themaspezifisch auch dem Klienten gezeigt werden können. Es ist vielleicht bei diesem Video heute ganz wichtig zu verstehen, was wir unter Vernetzung verstehen. Wir sind ja Stoffwechselexperten und es gibt nichts, was nicht mit uns in Verbindung ist. Es gibt keine Therapie, es gibt keinen Therapeuten, es gibt keiner, der irgendwo im Umfeld der Gesundheit nicht mit uns vernetzt sein könnte, weil wir als Stoffwechseltherapeuten mit allem in Verbindung sind. Also ob das jetzt, ich sage jetzt mal, streng esoterische Therapien sind oder ob das Ärzte sind, ob das Friseusen sind, egal was es ist. Es hat alles mit Stoffwechsel zu tun, weil Stoffwechsel ist ja ein Gedanke, geht in Stoffwechsel und wird in der Zelle zu einem Hormon oder was auch immer, zu einer Reaktion im Hirn. Also das heißt, alles ist Stoffwechsel. Das heißt, ob wir jetzt in der psychischen Bereich oder ob wir jetzt im rein körperlichen Bereich, im medizinischen Bereich, egal von was wir reden, wir sind mit allem verknüpft. Das heißt, wir sind im Prinzip für alle ein Gefäß, wo wir Informationen austauschen können miteinander. Das heißt, jeder kann bei uns Therapeut werden und einen Teil seiner Klienten betreuen. Und wenn er will, natürlich immer mehr, ganz klar. Aber und so gibt es einen Interessenspool von Therapeuten, die aus komplett verschiedenen Elementen kommen und haben alles gemeinsam eines. Das ist nämlich die Ausrichtung auf einen gesunden Stoffwechsel, weil das ist eigentlich die Basis von allem. Also Entgiftung und gesunder Stoffwechsel und damit ein gesundes Immunsystem, besonders natürlich intrazellulär, ist die Basis von der Gesundheit. Und dementsprechend von allen Problemen, ob es das ein psychisches Problem ist oder nicht, egal um was sich handelt, es ist immer mit uns verknüpfbar, wenn man das will. Und wir können ja nicht von 100 verschiedenen Therapien das Wissen haben. Haben wir nicht. Wir haben nur unser Wissen, aber unser Wissen ist mit allem verknüpft. Das heißt, jeder kann profitieren und somit könnte, und tut natürlich jetzt auch, eine Friseuse mit einer Kosmetikerin und mit einem Arzt zusammenreden über ein Stoffwechselthema und jeder hat was dazu zu sagen. Mhm. Das ist ja übergreifend, weil wir sind ja alle an einem Thema, nämlich Gesundheit. Das ist richtig. Ja, und wir sind alle Spezialisten und keiner hat die Möglichkeit, das in einen Topf zu tun. Und wir machen jetzt das. Genau das ist das, was wir unter Vernetzen verstehen. Und das ist das, was
was für viele natürlich jetzt unverständlich ist. Und die können sich das nicht vorstellen, wie kann ein Arzt mit einer Friseuse zusammensprechen. Aber wenn es um Haarausfall kann, kann die Friseusin unter Umständen dem Arzt noch einiges vormachen. Ja, durchaus. Sie arbeitet ja an den Haaren. Sie kennt sich mit Produkten aus. Und sicherlich kann mir gut vorstellen, dass in der Ausbildung man ein paar Grundlagen auch erfährt. Ne? Ja. Also macht durchaus Sinn. Du hast angesprochen, momentan ist der Kontakt über die Internetseite. Das heißt, müssen die Therapeuten jetzt auch ein Ticket einlösen oder schreiben die einfach eine E-Mail oder wie stelle ich mir das vor? Also es ist natürlich klar, wenn der Therapeut sich selber mal behandeln will, das ist ja die einfachste Lösung, weil er mal sagt, was sind denn das für Typen, die da das machen? Das ist ja komisches Ding. Komisch. Ja. Ganz komische Sache, wollen wir mal ausprobieren. Selbstverständlich haben wir Therapeuten, nicht wenige, die das machen und schon monatelang machen und sich eigentlich durch den eigenen Effekt überzeugen. Und dann haben wir natürlich die anderen, die anrufen auf der, sagen wir, auf der wirtschaftlichen Seite und oder schreiben auf der wirtschaftlichen Seite, indem dass sie sagen, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, wie wäre das jetzt von der finanziellen Seite? Ist klar, wir sind anders orientiert, also wir suchen keine Therapeuten, die jetzt primär mal eine Provision wollen, sondern wir suchen Therapeuten, die primär mal den Nutzen transportieren möchten, den Klienten gesund machen möchten. Aber wir sind natürlich für alle offen, weil es ist ja auch so, dass sehr viele Menschen das gar nicht böse meinen und viele Therapeuten ja auch nicht und Ärzte auch nicht. Die sind sich nichts anderes gewohnt, als zuerst über Geld zu reden, oder? Und wir reden zuletzt über Geld, weil das ist selbstverständlich. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist so klar und logisch, dass jeder sein Geld haben muss zum Leben, weil keiner will gratis arbeiten. Völlig klar. Aber es geht um den Nutzen, nämlich die Gesundheit des Klienten zu fördern. Und das muss das gemeinsame Ziel sein. Und wenn das das Ziel ist, dann ist in jedem Bereich, das irgendwo mit Gesundheit zu tun hat, ist eine Zusammenarbeit denkbar. Das heißt nicht, dass die Praxis X oder die Friseurin Y jetzt eben nur noch für uns arbeitet, sondern ganz spezifisch vielleicht jeder 20. Klient, vielleicht jeder 50. Klient, vielleicht jeder 3. Klient ist dann A. Da hat es ein Haarproblem, da hat es ein Hauptproblem, da kann ich helfen. Muss nicht sofort zum Dermatologen, der Klient kann es zu Hause selber machen, mit der Unterstützung vom Resonanzkonzept und selbstverständlich mit der Testung über die Resonanzzentren. Ja, vielen Dank, Daniel. Möchtest du, Felix, noch was ergänzen, was wichtig wäre für die, die interessiert sind, da teilzunehmen an dem Gesundheitsnetzwerk? Ja, für mich ist ganz wichtig, alles kann, nichts muss so. Das heißt, es ist wie ein Buffet aufgebaut. Es gibt Therapeuten und Ärzte, die uns einfach oder die jetzt mich vor allem zu Rate ziehen und sagen, darf ich dir mal einen Klienten weiter senden, den du mal testest. Selbstverständlich ist das möglich. Wir arbeiten gerade auch schon an der Möglichkeit, gemeinsame Sprechstunden zu machen, also dass parallel sowohl der Arzt wie auch ich zu Rate gezogen werden können und ich eben kinesiologisch die Ideen des Arztes teste. Also es ist ganz viel da gerade in Entwicklung, bis hin natürlich, dass jeder Therapeut, jeder Arzt die Möglichkeit hat, bei uns auch die Ausbildung zu machen. Auch da sei es jetzt rein die Stoffwechselberaterausbildung, um erstmal das Konzept kennenzulernen online oder auch Seminare von uns zu besuchen oder sogar vielleicht auch zu sagen, eure Arbeitsweise gefällt mir so gut. Ich kann mir vorstellen, in Zukunft nur noch oder hauptsächlich so zu arbeiten. Das ist ja ein Weg, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Das war bei mir ja genauso. Ich stand ja nicht vom Daniel gesagt, ich möchte jetzt die Stoffwechselberaterausbildung machen und das Testcenter werden, sondern wir haben uns kennengelernt. Wir haben, wie Daniel sagte, erstmal selber die Therapie ausgebildet und gesagt, wow, das Konzept funktioniert. Und dann ist es langsam gewachsen. Und das finde ich ganz wichtig, einfach die Ideen zu schaffen, die Möglichkeiten, sodass jeder Zuschauer auch für sich sagen kann, oh, das finde ich spannend oder boah, das finde ich ja interessant. Und wir schauen einfach, was letztendlich die Person dann haben möchte oder machen möchte. Super. Ich danke euch für eure Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn das die Sendung Ihr Interesse geweckt hat, dann empfehle ich Ihnen auf www.selbergesundwerden.com sich einmal mit den Infos vertraut zu machen. Sie können dort, wie erwähnt, entweder direkt ein Ticket lösen oder auch sich direkt informieren über verschiedene Ausbildungen. So oder so freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.